Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Marcel bzw. der Mangu und heute geht es um mein Auto und zwar um den Skoda Octavia RS. Da sitzt auch schon der Chris drin. Er fährt übrigens auch ein. Richtig witzig. Er fährt jetzt eben kurz den Wagen hier einmal raus, damit wir nämlich die Innenraumbeleuchtung und die Seitenspiegelbeleuchtung einmal auf LED umbauen, weil die original einfach so gelblich halogenmäßig sind. Und wir wollen das natürlich schön in LED, weil die Scheinwerfer auch LED sind. Deswegen macht es einfach irgendwie keinen Sinn, dass sie das als Halogen verbaut haben. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit Innenraum, oder? Weil Spiegel soll kompliziert und ekelhaft sein. Hier seht ihr auch schon, das ist schön gelb. Das wollen wir gleich in weiß haben. Lass mal eben kurz gucken, was jetzt alles da ist. Also was ist was? Das ist Spiegel. Spiegel tue ich mal hier links einfach, okay? Da. Das ist der zweite Spiegel. Da. Das ist Kennzeichen, Standlicht, oder? Standlicht und Kennzeichen. Standlicht und Kennzeichen. So sehen die aus. Und den Rest haben das sind diese CAN-Bus-Dinger, ne? Genau, das sind die CAN-Bus, das waren die bisschen teureren und das sind einfache. Das sind die normalen LEDs. Hier für Innenraum und überall, ne? Ja. Ja, perfekt. Okay, so Chris hat schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Also man muss einfach nur das Durchsichtige da einmal rausploppen. Am besten, ihr macht das natürlich mit Plastikwerkzeug. Wir haben jetzt hier einen Schraubenzieher und Panzertape drum gewickelt, damit ihr das Material schont. Ja, komm. Jo, perfekt. Nice, und das ist die Blende. Easy. Ist halt ganz hinten, ne? Ja, nice. So klein ist das. Ja, guck mal. First try. Okay, wir haben es geschafft. Das ist das Zwischenergebnis. Einmal auf LED umgeleuchtet. Nice. Jetzt ist hinten dran. Einmal hier. Mein Gott, sieht das. So, einmal vorher. Ja, sieht echt scheiße aus, ne? Und der Vergleich. Da vorne. Ja, viel geiler. So, und dann zeige ich euch gleich mal das nachher. Okay, das ist ja eigentlich einfach. Da seht ihr zwei so Metallbügel, wenn ich Kamera stillhalten kann. Und zwischen die Bügel muss quasi das Ding rein. Das sieht dann so aus. Warte, Kamera. So. Alles klar, Blende kommt wieder rein. Okay, jetzt hast du. Jetzt habe ich Leid angebracht. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt Fußraum. Ihr müsst euch halt super scheiße da reinhängen, damit das funktioniert. Nice. Okay, also wir sind jetzt hier am Fußraum, wo hier die Lampe steckt. Das seht ihr auch. Dann müsst ihr erstmal den gesamten Körper, das ist das schwarze Ding hier. So kommt das Ding raus. Das ist schon eine richtige Fummelei. Ich habe es nicht hingekriegt. Der Chris hat es hinbekommen, das Ding da rauszubekommen. Jetzt hat er hier die Fassung einmal getrennt. Und jetzt müsst ihr die Lampe einfach austauschen. Selbe Spiel wie bei allen anderen auch. Okay, dann müssen wir mal testen, ob das jetzt klappt. Also Tür auf und zu, oder was? Ich glaube schon. Okay. Ja, perfekt. So, dann mit dem Türtest bestanden. Jetzt wieder zusammenbauen. Ja, wie hast du das denn hier rausgeholt, Alter? Okay, ich glaube, ich sehe schon. So, so. Ja, und dann. Oh, das Ding war davor. Ja. Vor diesem Plastik, ja, okay. Und dann einfach wieder. So. Fertig. Okay, Leute, wenn ihr vorne im Fußraum die Lampen raus habt, müsst ihr hier den Alurahmen ein bisschen rausbiegen, damit ihr den rausziehen könnt, die Lampe, damit ihr hier an die Birne kommt. Also mit Gefühl einfach ein bisschen biegen. Ja, hab's. So, okay, jetzt haben wir's und dann hier ist die Leuchte, tauschen und dann erstmal wieder stecken, bevor wir das machen mit dem Alu, oder? Zum Testen, damit die richtig drin sind. Ja. Alright, Leute, Zwischenstand, Innenraum ist soweit fertig. So, da einmal hinten, hier unten jeweils überall, auch hinten an den Beifahrersitzen und boom, der war besonders leicht. Hier unten hat einer Probleme gemacht, aber hat der Chris gelöst. Und ja, jetzt machen wir Standlicht. Standlicht. Standlicht, ist ein bisschen leichter. Also merkt euch, rechte Seite leichter. Aufdrehen, rausholen und jetzt hier. Boah, siehst du viel besser. Musst du die Birne hier sein. Welche ist das? Ja, einfach rausgeklipst, okay. Das ist. Ekelding. Die ist bläulich. Blaue. Ja, damit es halt ein bisschen
Aber die, bei mir leuchtet ja mega gelb. Cool aussieht. Weißt du, was ich meine? Man kann die jetzt ja trotzdem nochmal anmachen, weißt du? Warte mal, wenn ich jetzt auf Aufmachen drücke. Ja, okay, cool. Man sieht's. Leuchtet sehr gelb. Gut, klingt also viel, die, ne? Wird getauscht. So Leute, schön heute die Arbeit auf Chris schieben. Hast du reingesteckt? Gut, dann sehen wir jetzt mal den Vergleich. Erstmal vorher, da seht ihr, da leuchtet gelb, ne? Wunderschön. Jetzt seht ihr das. Toll. Jetzt da, richtig. Da. Sehr gut, sehr gut. Und andere Seite können wir nochmal vergleichen. Da ist gelb. Da makes no sense, ist aber so. Ja, im Vergleich von vorne sieht man sehr deutlich, ne? Jetzt sieht man es richtig deutlich. Ja. Sieht auch witzig aus irgendwie, aber so wollen wir es nicht. Wir haben jetzt vorne die LEDs, auch beide jetzt endlich. Ah, wunderschön. Geil. So wollen wir es haben. Perfekt. Was fehlt denn hinten? Kennzeichen? Kennzeichen. Ah ja, okay. Kennzeichenbeleuchtung hinten noch? Frage, willst du das jetzt machen, weil dann hast du die ganze Zeit eine Fehlermeldung. Ja, fucked up, ne? Jemanden, der dir das eben freischaltet. Okay Leute, hinten ist eigentlich super einfach. Ihr könnt das mit der Hand machen, also bloß nicht mit einer einem Schraubenzieher hier dran gehen, wegen dem Lack auch. Einfach mit zwei Fingern auf jeder Seite nach innen drücken und dann hier rausziehen und dann nach vorne ziehen. Dann habt ihr das Ding draußen und dann könnt ihr die Lampen einfach so tauschen. Dann gibt es eine Fehlermeldung, sagt der Chris, weil ihr auf LED umgerüstet habt. Das müsst ihr dann rausprogrammieren lassen. Das werde ich dann mit dem Niklas machen, denke ich mal. Soll ich den gleich mal anrufen? Dann können wir mal hinfahren einfach vielleicht. So, Job done. LED-Leuchten leuchten. Das, was sie tun sollen. Perfekt. Und jetzt frage ich mich natürlich, ist die Fehlermeldung da oder nicht? Ist sie da? Na, steht hier schon. Ah, diese Leuchte da. Einmal, dass die Heckklappe offen ist und dann Kennzeichen leuchten. Okay, gut. Und da kommt jetzt halt so lange immer dieses Dreieck da, ne? Also nicht wundern. Ah, dieses Dreieck leuchtet dann. Alles klar. Gut, dann rufe ich mal gleich Niklas an. Der hat nämlich so ein Programmierding. Gut, wir fangen mit dem gruseligsten Part an, der Spiegel. Und zwar haben wir jetzt schon mal den Spiegel. An sich kann man den jetzt hier bewegen, wie man sieht, ne? Der muss nach ganz außen. So, zack. Und dann muss man hier reingreifen und dann macht es plopp. Und das ist sehr gruselig und fühlt sich wohl richtig strange an. Und deshalb macht Marcel das jetzt. Deswegen soll ich das machen, obwohl ich heute eigentlich fast nichts hinbekommen habe. So dahinter, genau. Auch hier oben oder eher unten? Ich würde auch bei, also oben und unten. Okay. Und dann einfach mal beherzt. Boah, ich weiß nicht, das fühlt sich echt scheiße an. Ich muss jetzt einmal also durch. Ich glaube nicht, dass das Spiegel das kaputt geht. Am Spiegelglas oder auch an dem Kunststoff hinten? Ja, dahinter. Also das ist. Also komplett dahinter. Genau, also das ist nicht nur das Glas, sondern hier. Du kommst ja, okay, halt komplett dahinter. Das ist so dick, ja, ungefähr. Okay. Das erste. Das klingt ganz komisch, Mann. Ja. Ist noch ganz? Ja. Nice. Okay, und jetzt musst du das dahinter, ist die Spiegelheizung und so, ja, angeklemmt. Die kleinen Knöpfe da. Siehst du, da ist eine Steckverbindung. Da unten. Ja. Und die musst du einfach nach oben abziehen. Also oder die sind, sehe die ich da schon mal. Das ist super, genau, easy. Okay, also den unteren habe ich schon abbekommen. Einfach die Nase rausdrücken, ne? Ja, genau. Jetzt das war einfach. Gönnt euch diesen Gesichtsausdruck. Nee. Beim nächsten Mal Lappen davor legen. Ich sag, Alter, doch. Okay, also ein Spiegel ist raus, ne? Geil. Legen wir mal rein. Ich hole mal eine Lampe. Sieht professionell aus. Und jetzt müssen Fall wir da alles mögliche abbauen, ne? Jo. Also, jetzt mit dem 10er Torx, wo rein? Jetzt erstmal hier oben die. Ah, da unten ist eine Schraube. Und okay, da oben drin. Und da oben ist auch eine Schraube. Natürlich geil, ne? Also da oben und hier unten die einmal los. Okay. So, zwei 10er Torx sind raus. Und zwar. Einer war hier, der andere war hier. Also, ich sehe die Klammern schon. Hier ist eine und da oben ist eine. Jetzt. Okay, gut. Doch die hintere hier. Ja. Das ist nur hier oben drauf gesteckt. Gut, jetzt kommt das hintere ab. So. Was ist das denn? Gammel. Müll, ja, gut. Da war noch ein Clips, den musste man quasi von links nach rechts rausdrücken und jetzt konnte man das hier lösen. Und da ist noch eine Nase, einfach nur rausziehen und dann hier, habt ihr... Ne? Hier ist auch so eine Nase, genau, das ist einfach nur so hintergeschoben. Da habt ihr jetzt das Äußere schon mal. So, und die Lampe ist diese hier. Das ist die Lampe. Scheiße. Okay, die müssen wir auch noch irgendwie rauskriegen. Ja, da musst du jetzt... Das ist ja der Motor für den, ja, Spiegel zum Verstellen. Weil dahinter, da hinten drin, siehst du das? Ja. Da
da ist die dann verschraubt. Ja gut, let's go. Einfach nur die Schraube hier in der Mitte. Nee, die hier. Da eine, drei Stück. Ja. So Leute, also wir haben jetzt auch nochmal die untere Schale hier. Das ist diese hier, gelöst. Das ist hier einmal einfach geklemmt, hier mit so zwei Nasen. Und hier hinten ist auch nochmal, warte mal, da an der Ecke. Schwer zu sehen, aber da an der Ecke ist auch nochmal eine Nase. Einfach rausdrücken. Da, das hier ist eingehängt, irgendwo hier. Drei Stellen. Einmal rausdrücken und dann kriegt ihr das Ding runter. Dann kommt ihr nämlich an diese Schraube da. Diese eine Schraube. Die sieht man nicht mal hier auf der Kamera. Da jetzt. Da, die Schraube. Das ist diese blöde Schraube. So, das lösen, Licht tauschen, zurückbauen. So, das neue Licht ist dran und zwar wird es mit einem Kabel hier geführt. Da, wo die Birne drin war, da kommt das Kabel rein. Das war ein bisschen verwirrend. Ja, die LED sitzt dann hier drunter. Genau, richtig. Die ganze Platte. So, und testen. Ne? Also einmal Tür auf, Tür zu. Yeah! Leuchtet wunderschön. Und das Ganze ist wieder zurückgebaut, einmal mit einer Schraube angeschraubt und dann ist alles zusammenpacken. Wichtig ist, dass du das jetzt wieder hier so reinfummelst. Wegen hier ist die Dichtung Spritzschutz drin. Auch, ne? Genau. Ja. Damit da nichts kaputt geht. Ja. Gut, Spritzschutz. Machen wir jetzt, dass wir das da wieder so ein bisschen das reinfummeln. Gummi muss da mit rein. Machen wir schön ordentlich. Yes. Dann kannst du den. Oh ja, das hört sich gut an. Scheiß da wieder. Perfekt. So, und ich mache mich schon mal einen anderen Spiegel. Alright, Leute, ihr seht, schön weiß, so wie es sein soll. Und hier andere Seite, Alter, darauf kommt man nicht klar, ne? Dass das halt gelb leuchtet, warum? Alles schön weiß, jetzt nicht mehr gelb. Viel besser, so viel besser. So Leute, wir haben es geschafft. Geil. Außenspiegel auf LED, hier an den Scheinwerfern ist auch LED, das seht ihr jetzt nicht, weil nicht an ist. Innenraum ist LED und Kennzeichenleuchte haben wir auch gemacht, also auch mega nice, ich bin sehr, sehr happy. Was fehlt noch? Jetzt fehlt nur noch Kofferraum. Kofferraum fehlt noch und zwar diese und diese hier. Da habe ich leider nicht genug Lampen, deswegen müssen die noch nachbestellt werden. Ansonsten, apropos Lampen, schreibe ich euch alles unten in die Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, danke an Chris für die Hilfe, den Experto Merto. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. So Leute, also zurück. Niklas am Start. Er macht mit Computer. Technik wieder gut. Gut, damit bedanke ich mich noch bei Niklas. Dankeschön. Und